Ziel für Berlin! Die dritte Verhandlungsrunde. Das ist jetzt ja endlich mal Zeit, wo die Arbeitgeberseite liefern muss, weil wir sind nicht gekommen, um zu betteln. Wir sind gekommen, um zu verhandeln. Wir haben unsere Karten auf den Tisch gelegt und wir erwarten das ganz klar auch von der Arbeitgeberseite. Wir wollen heute was hören. Wir wollen was hören zum Gehalt. Wir wollen was hören zu unserer Forderung zu mobilen Arbeiten. Und wir wollen auch was hören zum Thema Entlastung, oder Leute? Wir für Berlin! Unsere Forderung mit 4,5% auf 12 Monate und mindestens 150 Euro für die unteren Tarifgruppen, das ist in der heutigen Zeit bestimmt nicht so viel. Ich weiß nicht, wie es Ihnen eingegangen ist, gerade seit Corona die letzten Monate. Man ist einfach mal so ins Homeoffice, wie man so schön sagt, ins mobile Arbeiten reingeschmissen worden und es hat funktioniert. Und es hat super funktioniert und die Leute haben die Banken am Laufen gehalten. Das digitale Endgerät haben wir im Tarifvertrag nicht. Ich habe Angst um die Zukunft der privaten Banken. Wir haben jetzt schon kaum Bewerber für die Banken, für die privaten. Und wenn es so weitergeht, wenn wir hier keinen Tarifvertrag für die Nachwuchskräfte hinbekommen, dann sehe ich wirklich schwarz. Es geht um das Thema Entlastung. Die Arbeitgeberseite stellt sich nach wie vor hin und sagt, die allermeisten unserer Kolleginnen und Kollegen seien keinen besonders hohen Belastungen ausgesetzt. Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, auf welchem Stern die wohnen. Wir sind startklar, die Forderungen liegen auf dem Tisch. Wir haben die Verhandlung heute von unserer Seite aus nach 30 Minuten abgebrochen, weil es überhaupt gar keine Bewegung am Verhandlungstisch gab. Im Gegenteil, die Arbeitgeberseite hat noch ein Gehaltsangebot vorgelegt, was sich deutlich unter der Inflation bewegt und was damit zu einem sehr, sehr deutlichen Gehaltsverlust für uns bei den Beschäftigten der privaten Banken führen würde. Auf dieser Grundlage können wir nicht weiter verhandeln. Wir brauchen ein anderes Angebot. Wir fühlen uns nicht ernst genommen und wir glauben auch, unsere Themen kann man hier nicht mehr weiter allein am Verhandlungstisch bewegen. Wir werden in den nächsten Wochen zu Aktionen und auch zu Streiks aufrufen. Sprecht eure Kolleginnen und Kollegen an, das dürfen wir uns nicht länger bieten lassen. Jetzt kommt es auf jede und jeden Einzelnen von euch an. Gemeinsam sind wir stark.